Kinder, wie die Zeit vergeht, da ist dieses Jahr fast schon wieder um, oder? Das ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt. In quasi einem Monat ist schon Weihnachten. Aber dann ist es ja auch gut, dass Sie heute mal wieder bei uns vorbeischauen. Erstmal herzlich willkommen zu den nächsten 2 Stunden des intelligenten Schmucks von und mit Gabriele Iasetta. Die hat heute wieder richtig viel mitgebracht. Richtig schönes Weihnachtsshopping ist angesagt hier an diesem, ich nenne ihn einfach mal Cyber-Dienstag, denn natürlich ist es auch wieder ein Schnäppchentag für Sie. Wir haben heute tolle Produkte im Angebot, Produkte, von denen Sie vielleicht heute zum allerersten Mal hören und das alles wieder zu Preisen, wo man eigentlich nicht Nein sagen kann. Und wenn man schon immer mal auf der Suche ist nach einem Designer-Schmuckstück von Gabriele Iasetta, dann haben wir heute einen richtigen Knaller, denn ein sehr, sehr günstiges Angebot, wo man wirklich mal die Wirkung des intelligenten Schmuckes erfahren kann. Worum es sich da handelt, dazu kommen wir gleich. Aber wir wollen starten mit einem Thema, ja, das für Weihnachten ja prädestiniert ist, ja. Nämlich Wünsche. Jeder von uns hat ja Wünsche und jeder von uns möchte natürlich, dass der Wunsch vielleicht auch unterm Weihnachtsbaum erfüllt wird. Und wir gehen in eine Zeit der Rauhnächte, wo Wünsche ja fast schon magisch begleitet werden können, wo Wünsche ja viel leichter noch in Erfüllung gehen können. Aber wenn man es noch mehr unterstützt, zum Beispiel mit einem schönen, intelligenten Schmuckstück, ja, dann kann eigentlich bei der Wunscherfüllung nichts mehr im Wege stehen. Nichts mehr schief gehen. Wir haben heute wieder, und das schon lange nicht mehr präsentiert, eines meiner wirklich Lieblingsstücke aus dem Hause Iasetta. Das muss man sagen, weil ich finde, es ist ein so schönes, hochwertiges Armband. Ich selber, muss ich zugeben, trage es nicht, aber ich habe es ganz oft schon verschenkt. Man muss auch hier wieder sagen, wir nehmen uns heute nur eine kurze Zeit für die Wunscherfüllung, denn, du hast es gerade gesagt, die Lager sind eigentlich relativ voll gewesen vor Weihnachten, aber die leeren sich jetzt schon. Und vielleicht liegt es auch an den Rauhnächten, denn die Halskette, die es normalerweise zum Wunscherfüllungsarmband ja auch dazu gibt, die können wir gar nicht präsentieren, denn die ist schon wieder aus dem Lager raus. Die ist nämlich schon wieder in den Ausverkauf gegangen. Ein paar wirklich schöne Armbänder sind aber für Sie noch zurückgehalten worden. Das bedeutet, Sie haben heute die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen, jemanden vielleicht auch einen wirklich schönen Wunsch zu erfüllen mit diesem Armband. Hochwertig, wie wir es aus dem Hause Gabriele Iasetta kennen. Und gucken Sie sich diesen Cyber-Dienstag-Preis an. Anstelle von 89 Euro für 69 Euro. Und das ist wirklich ein Armband, mit dem man auch arbeiten kann. Und ich habe gerade gesagt, die Rauhnächte, die unterstützen ja auch noch die Wunscherfüllung. Ja, und es ist ja überhaupt die Zeit. Zu Weihnachten wünscht man natürlich sich auch viel, dass alles gut ist. Aber was dann wirklich kommt, ist das neue Jahr. Und da hat man ja eine Fülle von Wünschen und Ansprüchen an sich selbst, dass das nächste Jahr ein ganz besonderes wird. Und vielleicht kennen Sie auch jemanden, den Sie einfach wünschen, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, und dann ist es auch ein wunderschönes Geschenk. Aber bleiben wir mal bei uns selbst. Und zwar hat ja jeder so seine kleineren und größeren Wünsche. Und jeder von uns weiß, wenn man so das Bärbelmoor Wunscherfüllung ans Universum senden, Wünsche ans Universum senden, dann weiß man, dass die kleinen, unwichtigen Wünsche eigentlich ruckzuck in Erfüllung gehen. Wenn man damit arbeitet, dann hat es vielleicht schon jeder einmal probiert. Vielleicht auch Sie mit dem Parkplatz wünschen. Das geht ja eigentlich, wenn man sich das vorstellt, wenn man zu Hause wegfährt, der soll genau dort sein, wo man eben hinfahren möchte, dann geht das relativ gut, dass man wirklich genau davor einen Parkplatz bekommt. Also so eine Wunscherfüllung geht relativ einfach, ist für jeden von uns schon mal relativ leicht passiert, wenn er sich das gewünscht hat. Aber mit den großen Wünschen, das werden Sie vielleicht auch schon festgestellt haben, da hängt's oft. Da dauert's oft und manchmal dauert es vielleicht sogar ein Leben lang und sie gehen nicht in Erfüllung. Und dann denkt man sich, hat die Bärbelmoor irgendwie was falsch geschrieben mit der Wunscherfüllung ans Universum senden? Und dafür gibt es eine Erklärung, die ich immer sehr bildlich darstellen möchte. Wenn man sich vorstellt, man hat einen in der Hand eine richtig Menge große von Luftballons. Und in jedem Luftballon ist ein Wunsch drinnen. Und den kleinen Wunsch, sozusagen mit dem Parkplatz, den lassen wir los und er geht sofort in Erfüllung. Aber wenn wir einen richtig großen Wunsch haben, dann halten wir diesen Luftballon sozusagen
immer fest. Wir können ihn einfach nicht loslassen, weil wir denken, er muss doch jetzt in Erfüllung gehen. Ich wünsche es mir so, dass er in Erfüllung geht. Und damit halten wir den Wunsch fest und er kann bildlich gesprochen nicht ins Universum aufsteigen und deswegen kann er auch nicht in Erfüllung gehen. Und dafür ist dieses Wunscherfüllungsarmband wirklich von mir gemacht worden, damit jetzt die Möglichkeit ist, dass ihre Wünsche, auch die großen Wünsche, in Erfüllung gehen. Ich muss sagen, dieses Armband trage ich ja auch nicht immer, aber immer, wenn ich einen Wunsch habe, dann lege ich es natürlich an, damit mein Wunsch in Erfüllung geht. Denn hier geht es um ganz viele Wünsche. Hier geht es um die Wunscherfüllung von Liebesenergien. Es geht um die Wunscherfüllung von Reichtum und Erfolgsenergien, um die Wunscherfüllung auch von Vitalität und natürlich auch von kleinen, banalen Wünschen wie das Parkplatz finden. Für die Wunscherfüllungsenergien der Liebe ist der Mondstein dabei und das ist, habe ich mir nicht ausgedacht, dass der dafür zuständig ist, sondern es gibt eben ein Buch Wunscherfüllung mit Kraft der Steine und da habe ich das nachgelesen und habe natürlich alle Steine, die für die Wunscherfüllung zuständig sind, auf dieses Armband hinaufgegeben. Und zwar immer in der Dreifachkombination, weil Sie wissen ja, die gute Fee erfüllt drei Wünsche und deswegen ist drei die magische Zahl fürs Wünschen und deswegen sind alle Steine auf diesem Armband dreifach enthalten. Sie bekommen hier auch sogar noch, ich muss kurz mal dazwischen gehen, weil es ist auch wieder wirklich, hier lesen wir schon das Wort Liebe. Dieses Armband ist auch wirklich wieder mit Liebe hergestellt. Das muss man wirklich sagen. Du hast dir hier wieder alle Mühe gegeben, A, Aufklärungsarbeit zu leisten, nämlich A, die Steine zu erklären, aber B, natürlich auch, ist es mit Gebrauchsanleitung, denn es ist ein Schmuck, mit dem man arbeiten soll, mit dem man seine Wünsche in Erfüllung bringen soll. Es ist ein hochwertiges Schmuckstück, das möchte ich auch nochmal erzählen. Und alles, was wir Ihnen hier anbieten, und deine Stammkunden wissen das auch, die Spiritualität, all das, was wir Ihnen zu diesem Schmuck erzählen, das ist ein Geschenk an Sie, denn dieser Schmuck ist das Geld. Und gerade hier, diese 69 Euro, allemal wert. Es ist hochwertig verarbeitet, es ist Fairtrade hergestellt, es ist keine Massenproduktion. Das erwähne ich auch immer wieder sehr, sehr gerne, denn das sind wirklich Schmuckstücke, die kommen aus Österreich, die sind mit Liebe hergestellt und ja, gerade jetzt in der nächsten Zeit, wenn es um Wunscherfüllung geht, wenn es um ja, Geschenkideen geht, dann ist dieses Wunscherfüllungsarmband wirklich das A und O für den Preis von 69 Euro. Sie müssen mit diesem Armband arbeiten, beziehungsweise müssen tun Sie gar nichts, Sie dürfen mit diesem Armband arbeiten und deswegen ist da quasi ja wirklich auch ein Ritual mit dabei. Das heißt, du hast drei Zettel mit dabei, auch wieder die magische 3 dazugelegt, denn diese Zettel, die spielen auch eine Rolle, wenn es um die Wunscherfüllung geht. Ja, genau. Denn es ist natürlich, die Steine haben eine Wirkung. Das heißt, wenn Sie das Armband nach Hause bekommen, dann legen Sie das ruhig an, gleich. Dann wird das Armband schon arbeiten, aber Sie bekommen eben ein kleines Ritualheftchen mit dazu. Und das ist ganz wichtig, dieses Ritual an einen Tag zu machen, der Ihnen wirklich, wo Sie mit sich einmal auseinandersetzen und mit Ihren Wünschen. Das kann ein gemütlicher Sonntagnachmittag sein, das kann zu Weihnachten sein, das kann zu Silvester sein, das kann ein Tag sein, wo Sie sich wirklich auf Ihre Wünsche konzentrieren und dieses Ritual dann durchführen. Ich erkläre es auch gleich, warum hier diese Wirkung so besonders stark ist. Denn einerseits legen Sie das Armband an und überlassen es Ihre Energien, dass die Wünsche in Erfüllung gehen, was schon einmal eine Leichtigkeit ist, dass man den Luftballon mit dem Wunsch leichter loslassen kann. Aber in dem Moment, wo man ein Ritual macht, passiert etwas ganz Besonderes. Man kommt in dieses Gefühl hinein, es wird jetzt wirklich Zeit, es passiert jetzt mit dem Ritual, dass ich es niederschreibe, geht der Wunsch in Erfüllung. Denn man setzt sich auch mal wieder mit sich auseinander. Genau. Man setzt sich auch mal mit seinen, schöne Sache. Ja. Man setzt sich mal wieder mit seinen Wünschen auseinander, nämlich was wünsche ich mir denn wirklich? Und da ist der Bergkristall natürlich auch dabei.
dabei, denn es bringt manchmal auch wirklich Klarheit. Ah ja, guck mal, meine beste Freundin, der habe ich zum Beispiel auch dieses Wunscherfüllungsarmband geschenkt. Man könnte ja immer meinen, die Prominenten, die sind alle wunschlos glücklich. Und da geht es eben nicht nur um Wünsche, wo man sagt, das ist lebensverändert, sondern es sind auch die kleinen Wünsche, die aber trotzdem auch mal wieder aufgeschrieben werden sollen. Und Vera war so begeistert von diesem Armband, als ich es ihr geschenkt habe, dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht eigentlich auch ein bisschen was für dich mal macht. Und ja, da hat sie gesagt, klar, weil ich bin überzeugt von den Produkten von Gabriele. Und Vera ist jetzt nicht unbedingt der spirituellste Mensch, aber die will schon auch schöne, wertige Dinge haben. Und deswegen liebt die deinen Schmuck auch in vielen Bereichen. Und das Wunscherfüllungsarmband, darüber hat sie sich richtig gefreut. Und sie können jemandem auch eine Freude machen, indem sie zuschlagen. Denn der Preis von 69 Euro, das ist ein Oberhammer. Also ich weiß manchmal gar nicht, wie du das machst. Denn man muss wirklich sagen, das sind alles Unikate. Das sind alles wahre Steine der Natur, die richtige Kraft der Natur. Das bedeutet, das sind keine Glaskugeln, sondern dieser Schmuck hat wirklich diese Wertigkeit. Und wenn sie in einen Juwelierladen gehen würden und sie würden von einem Designer, und es muss ich immer wieder im Vergleich bringen, ein Schmuckstück finden, suchen, das ungefähr so aussieht und so verarbeitet ist, da können sie locker eine 1 bei dem einen oder anderen Designer sogar eine 2 davor schreiben. Sie bekommen hier hochwertige Qualität zu einem Spitzenpreis und alles, was wir ihnen über Wünsche erzählen, alles, was wir ihnen ja vielleicht auch in diesen spirituellen Mehrwert mit dazugeben, das ist kostenlos, das ist quasi gratis und da geht es um Motivation und neue Gedanken und es gibt so viele schöne Geschichten zu erzählen, unter anderem meine Lieblingsgeschichte natürlich. Ja, also ich habe wirklich, weil dieses Armband gibt es ja relativ lange schon in meiner Kollektion dabei, aber es ist so ein Bestandteil wie das Balance-Armband, das man immer wieder hervorholt, wenn man seine Wünsche hat und das ist mir genauso gegangen. Ich erzähle Ihnen auch gleich meinen Wunsch, der mir dann in Erfüllung gegangen ist. Denn, also wie gesagt, es hat ja zu jedem Lebensthema sozusagen sind die Steine für die Wunscherfüllung darauf vorhanden. Und zum Beispiel kann ja ein Lebensthema sein, ja, zu dem Thema Erfolg. Und da ist eben darauf der Zitrin. Der Zitrin ist für die Wunscherfüllung zuständig, für Erfolg, für alles, was im Leben halt mit Erfolg zu tun hat. Und das sind natürlich, oder eben Reichtum zu tun hat. Und da gibt es eben dieses Ritual dabei, dann nehmen Sie dieses gelbe Blättchen und schreiben oben als Überschrift sozusagen, ich bin reich. Und darunter schreiben Sie alle Ihre Wünsche zum Thema Reichtum, Erfolg, also zum Beispiel der Traumjob, wo der sein sollte, was Sie gerne machen würden, vielleicht auch eine Verdiensthöhe, dann vielleicht die Wohnung, das Haus, was Sie in einer bestimmten Gegend haben möchten, die Quadratmeteranzahl oder eben auch vielleicht eine Automarke, die Sie gerne hätten. Und da gibt es eine Geschichte, die wurde sogar im österreichischen Fernsehen auch berichtet, ist jetzt ja wirklich auch schon länger her. Und zwar gibt's, aber sie ist zu und zu schön. Ja, und da gibt es eine Postbeamtin, die eben sich gewünscht hat, dass sie einen Ferrari hat. Und ich meine, dass sich eine Postbotin eine Ferrari leisten kann, das kann sich jeder vorstellen, dass das schwierig ist. Aber es war ihr Wunsch und sie hat auch dieses Wunscherfüllungsarmband getragen und hat ihren Wunsch Ferrari eben auf diesen gelben Zettel geschrieben. Und ja, dass ein Ferrari, glaube ich, 200, 300.000 oder mehr kostet, das ist schon eine Sache. Natürlich hat sie gespart, sie hat wirklich sehr viel gespart, aber ja, hat natürlich irgendwie immer auf ihr Glück auch gehofft. Und sie hat dieses Wunscherfüllungsarmband getragen, das Ritual gemacht und auf einmal wurde ihr ein gebrauchter Ferrari angeboten. Und dieser gebrauchte Ferrari, und auf das hat sie ja vorher gar nicht gedacht, der hat 16.000 Euro damals gekostet und das Geld hatte sie auch gespart. Natürlich
ist das viel Geld auch, aber es ist bei weitem nicht das, was man sich vorstellt, wenn man einen Ferrari auf den Wunschzettel schreibt. Und es geht darum, dass man ja, wenn man so seine Wünsche hat, dann schaut man ja immer nur in eine Richtung. Und in dem Moment, wo sie dieses Armband tragen und dieses Ritual gemacht haben, öffnen sich sozusagen ihre Synapsen, verbinden sich neu und sie schauen auf einmal vielleicht eben in eine andere Richtung, genau in die Richtung, die ihnen die Türen öffnet, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, und es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der zu Hause ist und sagt, naja, das ist Zufall gewesen. Ja, vielleicht mag es Zufall gewesen sein. Das kann man jetzt auch nicht wirklich kontrollieren, ja. Das kann man auch nicht sagen. Aber zumindest ist da was passiert und der Postbeamtin, der... Die hat ihren Ferrari. Dazu nochmal Gratulation. Aber darum geht's ja auch. Es geht eben darum, dass wir uns öffnen, dass wir zugänglich werden für gewisse Themen. Und auch hier nochmal die Erwähnung. Alles, was wir Ihnen hier erzählen, ja, das sind Geschichten, die sind an dich herangetragen worden. Vielleicht ist es zufällig alles passiert, was da passiert ist. Vielleicht aber hat der Spirit und der spirituelle Gedanke doch auch mehr Kraft, als man denkt. Und Sie können es einfach ausprobieren. Denn was Sie bekommen, ist wirklich ein edles, ein hochwertiges Schmuckstück, auf das Sie mit Sicherheit auch angesprochen werden, weil gucken Sie sich das an, man kann es auch wirklich erkennen, diese Leuchtkraft, diese Schönheit. Also es ist ein ganz besonderer Schmuck, den Sie hier bekommen. Und all das, was wir an kleinen Geschichten, einen kleinen Mehrwert für Sie auch noch mit dazugeben, das kriegen Sie kostenlos dazu. Also für alle die, die behaupten, immer wieder muss ich das erwähnen, wir würden hier billigen Schrott für teures Geld wegen der Spiritualität verkaufen, denen kann ich wirklich nur sagen, ich lade euch alle gerne hier zu Astro TV ein, guckt euch diesen Schmuck an und dann werdet ihr feststellen, dass dieser Schmuck hochwertig ist, dass in einem Juweliergeschäft auch keiner schimpft, wenn sich der Designer den Namen bezahlen lässt, aber das lässt sich ja noch nicht mal. Die Gabriele möchte Ihnen im Grunde genommen nur helfen, ja, genau, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und das für 69 Euro, also das ist wirklich ein absoluter Spitzenpreis. Und ich möchte da auch erzählen, dass ich ja vor einigen Jahren, es sind schon wieder 4 Jahre her, ja ein Geschäftslokal gesucht habe, ein Lager und alles. Und da ich am Rande von Wien wohne, habe ich das immer eben gleich anschließend im 14. oder im 13. Bezirk gesucht. Und ich habe 2 Jahre lang gesucht und nichts gefunden. Ich habe immer hier alle Kartenleger und alle gefragt, wann kommt es denn, wann finde ich es denn? Also ich habe wirklich verbissen gesucht und nichts gefunden. Und dann ist man ja selber so, dass man sich denkt, ja, warum trage ich eigentlich nicht mein Wunscherfüllungsarmband und mache auch das Ritual dazu. Und das habe ich gemacht, dass ich ein Geschäftslokal finde in optimaler Größe und mit Lager in Verbindung und auch mein Büro darin ist. Und ich mache dieses Ritual und nicht einmal eine Woche später denke ich mir, und das ist ja das mit dem, dass man dann einfach die Richtung verändert seines Denken, weil sich die Synapsen anders verbinden. Naja, vielleicht wenn ich im 13. und 14. nichts finde, dann probiere ich es vielleicht im 16. Bezirk. Jetzt kann man sagen, warum nicht im 15.? Aber der 16. schließt bei uns an den 14. Bezirk an. Und ich schaue in die Zeitung, finde ein Inserat, gehe dorthin und genau das ist es. Und das Interessante oder Witzige oder Lustige dabei ist, dass ich auf der anderen Straßenseite schon den 14. Bezirk habe. Ich bin also ganz knapp dran. Ich habe nur meine Gedanken ein klein wenig verändern müssen und habe genau das erhalten, was ich haben möchte. Und um das geht's oft bei Wünschen. Und dazu gibt's natürlich auch ein Ritual, um den richtigen Partner zu finden. Denn es gibt ja auch diesen Rosazettel und da schreiben sie alle, also man schreibt aus Überschrift sozusagen, ich bin verliebt. Und dann können sie sich sozusagen auch ihren Mann backen. Denn man schaut ja auch oft auf die falschen Männer und dann findet man nicht den richtigen. Aber wenn man sich das vorstellt, wie er sein müsste, und zwar nicht von der Optik her, sondern wie passt er denn ideal zu mir? Gibt er mir Geborgenheit? Wie möchte ich gerne mit ihm fortgehen? Oder habe ich es doch lieber gemütlich zu Hause? Soll er gerne bergsteigen gehen?
oder lieber ein Gourmet sein oder soll er mich verwöhnen? All diese Dinge und Eigenschaften, wie sie ihren Mann gerne oder ihren Partner gerne hätten, das auf diesen Wunscherfüllungszettel schreiben. Ich sage immer, im Südwesten der Wohnung sollte man es hinlegen, diesen Zettel, denn das ist vom Feng Shui her die Liebesecke. Und es ist ja auch, ich habe so ein Ritual auch einmal gemacht, da wusste ich das noch gar nicht, dass das so funktioniert, dass man es auf einen Rosaszettel schreiben soll. Und wenn man seine Wünsche niederschreibt, dann kommt man ja in eine Energie hinein und das ist ein wunderschöner Tag. Man ist total glücklich, weil man einfach in dieser Schwingung ist, dass jetzt seine Wünsche in Erfüllung gehen werden. Also dieses Ritualheftchen mit dem Blättchen und der Anleitung, in welcher Farbe man das schreiben soll, das bekommen Sie alles mitgeliefert. Wichtig ist, dass Sie sich dafür wirklich Zeit nehmen. Aber das Armband kann man natürlich gleich tragen. Und das hat noch nicht nur, dass da Steine drauf sind, die die Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Das sind auch drei Amethyststeine darauf. Und das sind sozusagen die Bodyguards, die jetzt die Türen aufmachen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen können. Das Ganze natürlich edelst verpackt. Das heißt, es ist prädestiniert, um es unter den Weihnachtsbaum zu legen. Einfach ein rotes Schleifchen drumherum. Und das Schöne ist eben, und da kann man wieder sagen, ja, du steckst natürlich auch viel Liebe in deine Schmuckstücke, denn jedes Ritual wird natürlich in dieser Gebrauchsanweisung nochmal richtig erklärt. Das heißt, man muss noch nicht mal hier zugeguckt haben, sondern man weiß sofort, wie man mit dem Wunscherfüllungsarmband anfangen kann zu arbeiten. Und es ist ja wirklich so, es ist ja der Zeitpunkt der Wünsche gerade da. A, weil Weihnachten vor der Tür steht, aber B, weil wir ja auch die Rauhnächte haben. Und da kriegen sie natürlich auch nochmal die doppelte, die dreifache Verstärkung. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass dieses Wunscherfüllungsarmband so gerade nachgefragt wird. Denn normalerweise gibt es noch die passenden Ketten dazu. Normalerweise sage ich, die sind wirklich schon in den Ausverkauf gegangen. Aber sie haben jetzt noch die Möglichkeit, sich wirklich mit der Wunscherfüllung zu umgeben. Allerdings, wir stellen es heute auch nur kurz vor, weil wir gesagt haben, so viele sind nicht da. Und wir wollen niemanden traurig machen, dass er am Schluss keins mehr bekommt. Deswegen jetzt wirklich nutzen Sie diese Zeit, und schlagen Sie zu, 69 Euro, das heißt, Sie sparen auch 20 Euro. Und ich bin mir sicher, es gibt einige, wenn es dann zu spät wäre, die würden auch 89, die würden sogar 100 Euro wahrscheinlich zahlen, nur um an dieses Wunscherfüllungsarmband zu kommen. Aber wenn es halt dann weg ist, dann ist es weg und dann können wir nichts mehr machen. Ja, aber ich möchte noch die Amethyste erklären. Die sind nämlich auch ganz wichtig. Die sind ja sozusagen links und rechts neben der Perle, wo Wunscherfüllung darauf steht. Und die öffnen sozusagen die Türen, dass ihre Wünsche jetzt in Erfüllung gehen können. Denn wenn ihre Wünsche bis jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen sind, dann steckt in ihren Zellen sozusagen eine Blockade darin. Dann gibt es irgendetwas, ein Erlebnis oder eine Prägung in ihnen, die es verhindert, dass ihre Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Und damit diese negativen Prägungen gelöscht werden, dafür gibt es die beiden Amethysten, so links und rechts, die Türen öffnen, für die Wunscherfüllung. Es gibt auch noch hinten auf der Hinterseite sozusagen des Armbands gibt es noch eine Amethystkugel, dass mit auch hier die Zahl 3 wirklich erfüllt wird für die magische Wunscherfüllung. Es gibt noch Edelstahlperlen, auch 3. Eines mit dem Wort Wunscherfüllung, eines mit dem Wort Liebe und eines mit dem Wort Reichtum darauf. Auch nach dem Prinzip von Masaru Emoto, der uns gezeigt hat, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Sie wissen, wir bestehen zum Großteil aus Wasser und natürlich bringen uns Worte auch noch in diese Schwingung hinein. Zusätzlich haben Sie noch auf dieser kleinen Perle, Edelstahlperle mit dem Wort Wunscherfüllung, auch diese Energiespiralen-Anhänger. Darauf bekommen Sie auch noch in den Vollmondnächten Energien für Ihre Wunscherfüllung zugesendet, werden auch mit dem morphogenetischen Feld verbunden, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und außerdem ist es das
das klingelt so ein bisschen, weil es ja immer hin und her ja, fällt sozusagen. Und das ist so wie ein kleines Glöckchen, was sie daran erinnert, dass jetzt ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Also es ist ein Rundum-Paket, mehr kann man einfach nicht tun, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden. Jetzt ist die Zeit, wo man wieder über das Wünschen nachdenkt. Im neuen Jahr zu Silvester wäre es ein wunderschönes Ritual, das durchzuführen, damit das Jahr 2019 Ihre Wünsche in Erfüllung bringen wird. Und da spielt der weiße Zettel nämlich auch noch eine Rolle. Und wir haben ja den Bergkristall auch schon angesprochen. Also auch hier kann man einiges tun, und zwar auch, wenn es um die seelische Kraft geht, genau, wenn es um sich selber geht. Und das Thema Eigenliebe ist ja auch was ganz Wichtiges. Nur wenn ich mit mir selber glücklich bin, dann kann ich auch die anderen Menschen glücklich machen. Es hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Auch das, finde ich, ist sehr schön erklärt in diesem Wunsch oder bei diesem Wunscherfüllungsarmband. Denn natürlich muss ich mich auch bedanken, und manchmal vergessen wir das, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist. Aber ich finde, es ist so schön, dass wir immer mehr wieder zurückgehen zu diesem Thema der Wertschätzung, dass wir Dinge wertschätzen, dass wir dankbar sind. Und dieses Wunscherfüllungsarmband, ja, das erinnert sie eben auch an diese Dinge. Denn nur wenn wir Dankbarkeit auch wirklich fühlen, dann wird auch etwas auf uns wieder zukommen. Das ist das Resonanzgesetz. Und jeder, der weiß, wenn er sich morgens im Spiegel böse anguckt, dann kriegt er einen bösen Blick zurück. Aber wenn man sich morgens im Spiegel anlächelt, dann kriegt man auch ein Lächeln zurück. Und das ist unser Leben. Und mit diesem weißen Zettel, da haben sie auch natürlich die Möglichkeit, an sich zu arbeiten, sich zu stärken. Genau, da schreiben sie drauf, wie sie gerne ihr Leben führen möchten. Also ich, in ihren Worten natürlich, ich führe ein glückliches, erfülltes, gesundes, erfolgreiches, einfach in ihren Worten, Leben. Das sollten sie dann unter ihre Matratze oder unter ihr Kopfkissen oder unter ihr Bett legen, einfach, dass das Unterbewusstsein immer damit gestärkt wird. Beim gelben Zettel, der gehört übrigens zusammengelegt und ins Portemonnaie hineingelegt, zu den Münzen, damit sich das aufreibt. Und man sagt ja, spätestens wenn sich dieser Zettel richtig aufgerieben hat, dann sind die Wünsche schon lange in Erfüllung gegangen. Also das ist wirklich etwas, was in Büchern steht, was Rituale betrifft, was Feng Shui ist, was die Kraft der Steine ist, die Energie der Worte ist. Viele Komponenten zusammengepackt, damit Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Und ich bin immer auch noch der große Freund, dass es um qualitativ hochwertige Produkte hier geht. Das ist mir ganz wichtig, denn sonst würde ich auch nicht neben dir stehen. Es sind Produkte, die sind nicht in Massen angefertigt. Es gab neulich wieder jemanden, aber mein Gott, das sind immer diese Menschen, die urteilen, ohne sich schlau zu machen, die irgendwann mal unter einem Post geschrieben haben von wegen, naja, klassisch spiritueller Schmuck in Massen hergestellt und für billiges Geld irgendwo aus armen Ländern einfliegen lassen, um es dann für teures Geld zu verkaufen. Und wenn jemand sowas schreibt, dann kann ich dem wirklich nur sagen, informieren Sie sich doch beim nächsten Mal ein bisschen besser. Denn Gabriele Iasetta, und das kann man nachlesen, ist österreichische Designerin und stellt nichts her, was nicht in Europa wirklich auch hergestellt wird. Und die meisten Produkte von dir sind wirklich auch Handarbeit. Das heißt, hier bekommen sie hochwertige Juwelierware. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Und es sind keine Massenproduktionen. Deswegen ist ja die eine Produktion schon wieder in den Ausverkauf gegangen, weil es eben nicht in Massen hergestellt wird. Und auch das Wunscherfüllungsarmband, das könnte auch wahrscheinlich vor Weihnachten noch in den Ausverkauf gehen. Aber wir würden Ihnen heute wirklich dieses Wunscherfüllungsarmband nochmal ans Herz legen. Denn es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es sieht edel aus und vor allem der Inhalt, ja quasi der Gedanke, den finde ich, der ist so wunderbar. Und ich liebe dieses Wunscherfüllungsarmband, es wirklich zu verschenken. Weil was gibt es Schöneres, als Menschen irgendwie Freude zu machen und ja die Hoffnung vielleicht auch zu geben, nicht die Hoffnung zu erwecken, aber die Hoffnung zu geben, dass Dinge einfach im Leben angepackt werden können. Und Sie können es jetzt anpacken für einen wirklich absoluten Spitzenpreis von 69 Euro. Das ist wirklich ein Oberhammerpreis und den lassen Sie sich am besten nicht entgehen. Ja, auch Vera trägt das Wunscherfüllungsarmband, schreibt man übrigens auseinander mit Bindestrich und großem V. Nur mal so nebenbei erwähnt. Vera Infrin, ja, meine beste Freundin, die trägt das auch und die ist so begeistert von den Schmuckstücken, dass sie auch gesagt hat, natürlich
bin ich auch für dich da und mache Fotos mit dir, weil der Schmuck eben wirklich edel ist. Und sie ist nicht der spirituellste Mensch, aber... Und sie erfüllt ja sozusagen auch Wünsche, wenn sie Menschen zusammenbringt. Ganz genau. Da hast du vollkommen recht. Sie sollten jetzt wirklich zuschlagen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wir werden gleich das Produkt quasi wechseln und geben Ihnen aber jetzt noch die Möglichkeit, sich mal an Ihre Wünsche zu erinnern und zu überlegen, was wünschen Sie sich eigentlich? Und während Sie sich darüber Gedanken machen, können Sie natürlich die gebührenfreie Telefonnummer wählen und zuschlagen, denn 20 Euro Preisersparnis, das ist echt ein Oberhammer heute.